Hallo liebe Sternzeichen Zwillinge, ich freue mich, dass du hier bist und dir deine Legung für den August ansiehst. Wir schauen uns jetzt an, was die Karten dir zum August mitgeben können und starten dabei mit dem schamanischen Traumdeck. Also, was spielt sich bei dir diesen Monat ab? Was kommt da auf dich zu? Was können dir die Karten zum August verraten? Welche Themen, welche Energien sind besonders präsent bei dir in den kommenden Wochen? Welche Nachrichten, welche Botschaften solltest du zum August erhalten? Worauf möchten die Karten dich hier hinweisen? Worauf solltest du in dieser Legung aufmerksam gemacht werden? Was solltest du zum August wissen? Und da haben wir als erstes Netze auswerfen mit dem Thema Vorbereitungen zahlen sich aus und der Nummer 42. Lass uns schauen, welche Karten noch aus diesem Deck rauskommen, bevor wir dann zu den Tarotkarten übergehen. Zum Schluss gibt es auch noch eine Starseed-Orakelkarte. Wir haben hier jetzt noch den Reiter mit dem Thema Vorbote des Wandels und der Nummer 30. Eine Karte bitte noch aus diesem Deck für das liebe Sternzeichen Zwillinge zum August. Und es kann sein, dass man mir noch so ein bisschen anhört, dass ich die letzten Tage etwas erkältet war. Ich denke aber, das dürfte nicht mehr allzu stark hier diese Legung stören. Jemand könnte 42 oder 30 Jahre alt sein oder diese Zahlen resonieren ansonsten irgendwie mit dir. Interessant, hier kam gerade durch, dass jemand in dein Netz gelaufen sein könnte. Dass du dir quasi jemanden fängst, jemanden einfängst. Ich weiß nicht genau. Ich habe das Gefühl, du hast hier einen Köder ausgeworfen, mehr oder weniger. Und das muss kein bewusster Vorgang gewesen sein. Aber ich glaube, es gibt hier etwas, was jemanden sehr stark anzieht. Was jemanden anlockt, mehr oder weniger. Das kann in der Liebe sein, das kann beruflich sein, das kann eine neue freundschaftliche Bekanntschaft sein. Ich weiß nicht genau, aber ich habe das Gefühl, dass dir jemand ins Netz geht, mehr oder weniger. Wir haben hier außerdem noch die Nummer 11 mit der tiefen Ruhe und dem Thema Meditation und Stille. Ich denke, dass es wichtig ist, dass du dir diesen Monat Zeit für Meditation und Stille nimmst, dass du dir Zeit nimmst, in dich zu kehren. Weil ich kann mir vorstellen, dass sich in deinem Außen hier viel abspielt. Nicht nur, dass hier jemand auf dich zukommt, dieser Reiter, wer auch immer das ist, sondern diese Person scheint auch irgendeinen Wandel anzukündigen, irgendeine Veränderung anzukündigen, mehr oder weniger. Ich glaube also auch in Zukunft kommt hier noch Größeres auf dich zu und dementsprechend ist es vielleicht wichtig, dir vorher nochmal die Zeit zu nehmen, in dich zu gehen, um dich mehr oder weniger darauf vorzubereiten. Okay, ich habe das Gefühl, dass gerade auch nach dem August etwas Großes auf dich warten könnte. Und die Zeit davor sollst du nochmal genießen und auskosten. Nicht, dass das irgendwas Schlechtes wäre, was auf dich zukommt. Aber ich glaube, größere Veränderungen können uns manchmal eben auch herausfordern und eine Menge abverlangen, selbst wenn es sehr, sehr positiv ist. Und dementsprechend macht es einfach Sinn, dich hier vorher nochmal mit dir selber zu verbinden, mit etwas Höherem zu verbinden, wie Gott oder dem Universum. Ich denke auf jeden Fall, dass deine Bindung zu etwas Höherem diesen Monat sehr, sehr stark sein könnte. Ich glaube, dass einige diesen Monat intuitiv spüren werden, es kommt etwas Großes auf mich zu. Ich kann vielleicht noch nicht ganz sagen, was es ist oder wie das aussehen wird, aber ich kann es spüren. Ich weiß, dass da etwas kommt. Vielleicht hast du... Interessant. Hier geht es ja um dieses Thema Vorbereitung zahlen sich aus. Ich kann mir vorstellen, dass du dich im August vorbereitest auf diese Veränderung, die auf dich zukommt.
Ja, wenn du nicht weißt, was das für eine Veränderung ist, dann kannst du trotzdem noch in die Meditation, in die Stille gehen und das ist deine Vorbereitung. Wenn es hier tatsächlich irgendeine bewusste, geplante Veränderung gibt, die auf dich zukommt in den nächsten Monaten, dann kannst du natürlich auch bewusstere Schritte machen, um dich vorzubereiten. Manche könnten vielleicht wissen, okay, in den kommenden Monaten steht ein Umzug an oder ein Jobwechsel an oder sowas in der Richtung. Ich bereite mich darauf vor. Was ja auch so ein bisschen durchkommt, ist, manche könnten etwas manifestieren, manche könnten sich etwas wünschen und August ist der Monat, wo du dich darauf vorbereiten sollst, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Ich glaube, viele Menschen wünschen sich etwas, aber leben dann ihr Leben trotzdem so wie immer. Ich denke, wenn du dir etwas wünschst, die Karten wollen dir sagen, es ist möglich, dass sich das erfüllt, aber du sollst dich darauf vorbereiten. Du sollst kleine Schritte in diese Richtung bereits unternehmen und davon ausgehen, dass das, was du dir wünschst, auch in dein Leben kommt. Bereite dich auf etwas Großes vor, ist hier die Hauptbotschaft. Lass uns die Tarotkarten dazu legen. Worauf bereitest du dich hier vor im August? Was kommt da für eine Veränderung auf dich zu? Und was spielt sich ansonsten im August bei dir ab, liebe Sternzeichen Zwillinge? Was solltest du sonst noch wissen zum August? Wir legen hier die Prinz- und Tod-Tarotkarten. Das ist ein Deck, was mir zwei wunderbare Damen zugeschickt haben, die lange Zeit an diesem Deck gearbeitet haben, es selber erstellt haben. Und weil ich sowas natürlich unterstützen möchte, lege ich hieraus ein paar Karten für dich. Die erste davon ist die Weltkarte. Was solltest du sonst noch zum August wissen, liebe Sternzeichen Zwillinge? Was erwartet dich hier sonst noch? Was spielt sich bei dir im August ab? Wir haben hier noch die Königin der Stäbe und die Acht der Schwerter sowie den Turm. Okay. Jede dieser Karten schauen wir uns genauer an. Wir starten mit der Erklärung der Weltkarte. Wofür steht die Welt hier bei dir zu Beginn des Monats? Was könnte ungefähr in der ersten Augustwoche auf dich zukommen? Mit der Weltkarte und der Neun der Emotionen. Was spielt sich hier bei dir zu Beginn des Monats ab? Was solltest du zu Anfang August wissen, liebe Sternzeichen Zwillinge? Okay, wir haben hier jetzt noch die Königin der Materialien. Für manche könnte hier zu Beginn des Monats ein Erdsternzeichen eine Rolle spielen, Jungfrau, Stier, Steinbock. Gerade wenn du selber sehr präsente Erdaspekte hast, zum Beispiel in den großen drei, also im Mondsternzeichen oder im Aszendent, kann es auch sein, dass diese Karte hier so ein bisschen für dein eigenes, ich sag mal, Sicherheitsbedürfnis steht? Ja. Ich glaube, dass du dabei bist, dir irgendeine Art von Sicherheit oder Stabilität oder Erfolg zu manifestieren, aufzubauen. Denn wir haben hier diese Wunderlampe. Die Neun der Emotionen steht generell auch für Wunscherfüllung. Ich glaube absolut, dass hier etwas in dein Leben kommt, in deine Welt kommt, was du dir so auch wünschst, was dir Halt gibt, Stabilität gibt. Aber weil das Ganze so schnell vielleicht auf dich zukommt oder auf eine unerwartete Art und Weise oder überwältigend sein könnte, brauchst du vielleicht diese Vorbereitung. Es ist wichtig, dass du nicht nur daran arbeitest, diesen Erfolg in dein Leben zu bringen,
sondern dich auch darauf vorbereitest, ihn in Empfang zu nehmen. Du hast definitiv die Fähigkeit, hier Großartiges zu kreieren, Veränderung herbeizuführen. Aber die Frage ist, hast du auch genügend die Fähigkeit aufgebaut, das in Empfang zu nehmen? Bist du darauf vorbereitet, es zu ergreifen, was auch immer es ist, was du dir hier wünschst? Ich glaube, du kannst dir diese Fähigkeit hier aneignen, relativ schnell sogar auch. Ich glaube, du bist jemand, der sehr, sehr gut lernen kann, sich Neues aneignen kann. Du dürftest eigentlich ziemlich gut darin sein, dich vorzubereiten auf das, was auch immer hier auf dich zukommt. Denn mit der Königin der Materialien sehen wir hier, dass du diese, ich sag mal, Erdaspekte hier mitbringst, dass du diesen inneren Halt hast, diese Wissbegierigkeit hast, diese Motivation zu wachsen, dazu zu lernen. Hier geht es zum einen darum, deine Lebensumstände vorzubereiten auf diese Veränderung, die auf dich zukommen könnte, aber auch selber zu erkennen, wenn dieser Erfolg auf dich zukommt. Und vielleicht, wie soll ich das sagen, deine eigene Energie so zu beeinflussen, dass sie bereit ist, dass sie im Einklang ist mit dem, was du hier empfangen möchtest. Wie dem auch sei. Es kann sein, dass ein Erdsternzeichen ja auf dich zukommt Anfang August, dass hier jemand auf dich zukommt, der dir potenziell eine Menge Halt geben kann, jemand, der sehr verständnisvoll ist, jemand, der sehr vertrauenswürdig ist. Irgendwie scheint diese Person genau das zu sein, was du im Moment brauchst. Schau darauf, wie das mit dir resoniert. Das kann auch einfach nur jemand sein, zum Beispiel aus deinem Freundeskreis, der Anfang August auf dich zukommt und fragt, hey, hast du mal Lust, Zeit miteinander zu verbringen, mal ein bisschen zu quatschen? Und vielleicht ist das genau das, was du in dem Moment brauchst. Vielleicht ist es ein Familienmitglied, was dich unterstützt. Aber ich habe das Gefühl, dass dir hier jemand sehr, sehr gut tun könnte. Lass uns die Königin der Stäbe ansehen. Worum geht es hier mit der Königin der Stäbe bei dir? Ungefähr in der zweiten Augustwoche, liebe Sternzeichen-Zwillinge. Wer ist diese Königin der Stäbe? Mit wem hast du es hier zu tun? Okay, da haben wir die Liebenden. Was solltest du zur Königin der Stäbe mit den Liebenden wissen? Kommt die Mondkarte raus. Sternzeichen Fische und Sternzeichen Zwillinge könnten für manche hier eine Rolle spielen. Außerdem mit der Königin der Stäbe haben wir Feuerenergie, Löwe, Widder, Schütze. Natürlich kann es ja auch mit den Liebenden um deine eigene Energie gehen. Eine Karte bitte noch zur Erklärung der Königin der Stäbe bei den Sternzeichen Zwillinge im August. Was spielt sich hier ungefähr in der zweiten Augustwoche bei dir ab? Und was können uns die Karten zu dieser Veränderung mitgeben, auf die du dich vielleicht vorbereitest diesen Monat? Okay, wir haben hier nochmal Feuerenergie mit dem Knaben der Inspiration, Löwe, Widder, Schütze. Ich sehe, dass es da jemanden gibt, der sehr selbstbewusst ist, kreativ ist. Irgendwie so, wie soll ich das sagen? Eine sehr inspirierte und motivierte Energie mitbringt. Ich habe das Gefühl, dass das jemand ist, der immer irgendwas zu tun haben muss. Jemand, der vielleicht auch in einer Gruppenkonstellation andere motiviert und antreibt, irgendwas
zu tun. Das ist jemand, der, glaube ich, nicht gerne still sitzt. Okay. Diese Person könnte bei dir im August präsent sein. Und auch hier, nimm es mit, wie es mit dir resoniert. Wenn du offen dafür bist, könnte das jemand sein, den du in der Liebe kennenlernst. Mit den Liebenden hier ist das Potenzial dafür da. Aber auch hier, es kann genauso gut eine freundschaftliche Bindung sein. Mit der Mondkarte allerdings habe ich das Gefühl, dass das jemand ist, der im August relativ neu auf dich zukommt oder mit dem du vielleicht in der letzten Zeit weniger Kontakt hattest. Ich habe das Gefühl, diese Person ist auf einmal da. Ich weiß nicht, das könnte dieser Reiter hier sein. Dieser Vorbote des Wandels, es passt auf jeden Fall zu der Energie, die wir hier sehen. Denn genauso stürmisch wie dieser Reiter hier angeritten kommt auf seinem Pferd, genauso plötzlich scheint diese Person hier da zu sein. Und diese feurige, leidenschaftliche Energie dieser Person passt eben auch sehr gut zu dieser Energie des Wandels, der Veränderung, die vielleicht auf dich zukommt. Um ehrlich zu sein, ich bin mir nicht sicher, ob diese Person an sich etwas mit dieser Veränderung zu tun hat, die auf dich zukommt. Aber diese Person ist vielleicht, wie soll ich das sagen, die erste Person, die diese Energie mit sich bringt, die du in der Zukunft vielleicht öfter spüren wirst, weil das die Energie dieser Veränderung ist. Okay. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich ausgedrückt. Mal angenommen, die große Veränderung ist, dass du in den kommenden Monaten dich entschließt, nach Frankreich zu ziehen. Vielleicht kommt hier im August eine französische Person auf dich zu. Weißt du, wie ich meine? Das muss nicht unbedingt zusammenhängen, aber es ist eine Energie, die auf diese Veränderung hindeutet. Okay. Und das ist jetzt nur ein Beispiel natürlich. Schau, wie es für dich resonieren könnte. Aber ich habe das Gefühl, hier kommt jemand auf dich zu im August, der die Energie von dieser Veränderung mit sich bringt, die dich in Zukunft erwartet. Vielleicht inspiriert dich diese Person, dich selber mehr in eine bestimmte Richtung zu entwickeln oder mehr in eine bestimmte Richtung zu denken und dich für diese Veränderung zu öffnen. Interessant. Lass uns die Acht der Schwerter hier genauer ansehen. Wofür steht die bei dir ungefähr in der dritten Augustwoche? Liebe Sternzeichen Zwillinge, was solltest du hier noch zum August wissen? Ja, ich nehme hier so ein bisschen wahr, dass manche so ein bisschen unzufrieden sein könnten damit, wie ihr Körper sich verhält im August oder wie ihre Energielevel sind diesen Monat. Du merkst vielleicht, dass du öfter mal irgendwie Zeit für dich brauchst oder dass du, was Sport angeht, dich nicht überlasten kannst, dass du irgendwie Pausen brauchst oder mehr Schlaf brauchst oder sowas. Das ist an sich nichts Negatives, okay? Das sind hier keine riesigen gesundheitlichen Probleme oder sowas. Aber ich habe das Gefühl, dass manche hier gerne mehr Energie hätten oder sowas in der Richtung. Die Sache ist aber die, ich glaube, dein Körper und auch vielleicht irgendwo dein Geist, deine Seele, dein Herz, wie auch immer,
zwingen dich quasi so ein bisschen hier dazu, dich vorzubereiten. Ja, diese tiefe Ruhe kommt auf dich zu im August. Die brauchst du vielleicht im August, um dich vorzubereiten, um empfangen zu können, was hier auf dich zukommt. Weil wie gesagt, ich habe das Gefühl, du tendierst vielleicht manchmal dazu, einfach sehr viel zu tun, sehr viel zu machen, sehr viel zu planen, dir vorzunehmen. Und das ist auch super, super schön. Aber du musst eben vielleicht hier noch so ein bisschen lernen, in Empfang zu nehmen, wenn du an etwas auch arbeitest und dir etwas wünschst und etwas erhalten möchtest. Und ich glaube, wenn du nicht von dir aus so ein bisschen runterfährst, damit du auch empfangen kannst, vorbereiten kannst, dann wird vielleicht dein Körper sagen, okay, wir brauchen jetzt ein bisschen mehr Schlaf, ein bisschen mehr Zeit für uns, ein bisschen mehr Ruhe. Okay, aber wie gesagt, das ist nichts Schlechtes. Ich glaube, es erlaubt dir einfach nur, in die Energie zu kommen von dem, was du letzten Endes empfangen möchtest. Die Zeit des Tuns, die Zeit des Machens. Ich habe das Gefühl, die lässt du im August hinter dir. Du musst nicht so viel machen oder so viel tun im August. Du kannst dir erlauben, dich vorzubereiten, dir ein bisschen Zeit für dich zu nehmen. Das kommt hier durch. Und wenn du dich nicht dagegen sträubst, dann kann das sogar eine sehr, sehr schöne, entspannte, lockere, coole Zeit sein. Ja, du musst das auch nicht komplett alleine verbringen. Hier geht es nicht darum, dich zu isolieren. Ich sehe hier besonders Erdsternzeichen könnten in deiner Umgebung eben eine wichtige Rolle spielen. Das kann diese Person sein, die dir hier irgendwo Halt gibt. Das können auch andere Menschen sein, die starke Erdenergie mit sich bringen. Die haben wir hier aber doppelt mit dem Ritter und dem Knaben der Materialien. Außerdem sehe ich hier das Sternzeichen Schütze mit der Mäßigkeit. Ich kann mir vorstellen, dass du hier immer noch Zeit verbringst mit Menschen, die dir wichtig sind, Menschen, die dir gut tun, Menschen, die dir Halt geben, ein gutes Gefühl geben. Aber ich persönlich würde dir einfach den Tipp geben, es nicht zu übertreiben mit irgendwas diesen Monat, weil dein Körper, dein Wohlbefinden da vielleicht nicht super drauf reagiert. Ich glaube, was du brauchst, ist entspannte, lockere Aktivitäten, Zeit für dich und da ist nichts verkehrt dran, okay? Ich glaube, du wirst so sogar noch besser und noch mehr empfangen können, als wenn du hier, wer weiß, was unternimmst. Und ich glaube, das wäre im Prinzip nur verschenkte Energie, um ehrlich zu sein. Deshalb gerade hier ungefähr in der dritten Augustwoche, nimm dir Zeit für dich, geh Dinge ein bisschen entspannter an. Und ich glaube, wenn du das tun kannst ohne inneren Widerstand, dann bist du bestens vorbereitet auf diese Veränderung, die auf dich zukommt. Es wird wieder Zeiten geben, wo du dich komplett auspowern kannst. Keine Sorge. Okay. Wie gesagt, es wartet eine große Veränderung auf dich. Aber ich glaube, um empfangen zu können, um vorbereitet zu sein, macht es Sinn, diesen August, ja, dich auf das zu besinnen, was bereits Teil deines Lebens ist. Dich reinzufühlen in das, was du haben möchtest. Aber dafür brauchst du keine besonders großen Aktionen oder so. Zum Turm haben wir hier die Weltkarte. Was kommt noch auf dich zu im August? Was solltest du ungefähr zur letzten Augustwoche noch wissen, liebe Sternzeichen-Zwillinge? Da haben wir die zwei der Materialien. Ja, ich glaube, Ende August wird diese Veränderung eingeleitet, die hier auf dich zukommt. Eine alte Welt bricht so ein bisschen ein.
Aber du hast bereits eine neue Welt zur Verfügung hier. Ich glaube, dass einige Ende August so ein bisschen zwischen zwei Phasen stehen, einer alten Phase und einer neuen Phase, die hier eingeleitet wird. Und deshalb brauchst du auch diese Ruhe vorher, damit du in dieser Zwischenphase das Gleichgewicht behältst. Wenn du hier im August am Machen und am Tun bist, dann wird das Ganze sehr wackelig vielleicht. Dann wird dieser Übergang vom Alten ins Neue vielleicht ein bisschen holprig. Dementsprechend, wenn du dir diese Zeit und Ruhe für dich nimmst, dann bist du vorbereitet, dann hältst du das Gleichgewicht vielleicht leichter, wenn diese Veränderung dann stattfindet. Okay. Aber es wartet eine große neue Welt auf dich. Okay, das sieht sehr, sehr schön aus. Ich glaube, da wartet wirklich etwas Großes auf dich, etwas sehr Erfüllendes auch auf dich. Tendenziell eher nach dem August, okay? Wobei ich glaube, dass diese Veränderung schon spürbar sein wird im August. Du bist feinfühlig genug dafür. Du weißt, dass dich hier etwas erwartet. Bloß du musst dir auch erlauben, es in Empfang zu nehmen. Okay. Ich glaube, du weißt schon, was das Richtige für dich ist, aber dem dann auch zu folgen, ist nochmal was anderes. Interessant. Aber ja, ich glaube, egal ob das jetzt eine Veränderung ist, die unerwartet kommt oder ob das eine Veränderung ist, auf die du dich bewusst vorbereitest, diese Veränderung kommt. Und ich glaube, im August stellst du sicher, dass du auch bereit bist, das in Empfang zu nehmen, dass diese Veränderung sich auf positive Art und Weise in deinem Leben abspielen kann. Und ich denke, dass du hier jede Menge Menschen um dich herum hast diesen Monat. Menschen, die dir Halt geben während dieser Transformation, die für dich da sind, bei denen du dich super wohl fühlst. Aber hier scheint es auch jemanden zu geben, der eine andere Energie mit sich bringt, so ein bisschen hibbeliger ist fast schon. Sehr selbstbewusst, sehr aktiv, kreativ, leidenschaftlich. Und für manche kann das, wie gesagt, auch in der Liebe resonieren. Vielleicht ist das jemand, der in der Liebe auf dich zukommt. Aber egal ob Liebe oder nicht, diese Person könnte ein Vorbote sein dessen, was hier auf dich zukommt in der Zukunft. Und dir schon mal zeigen, wie sich diese Veränderung anfühlen wird. Wenn dich das Thema Liebe noch mal genauer interessiert zum August, dann gibt es unten in der Infobox einen Link zur weiterführenden Legung. In der weiterführenden Legung schauen wir uns die Liebe dann noch mal im Detail an für dich. Wir schauen uns an, mit wem du es hier genau zu tun hast, was die Eigenschaften deines Gegenübers sind, wie sich das Ganze zwischen euch im August und nach dem August dann entwickelt. Also wenn das hier soweit mit dir resoniert hat, dann könnte es sich lohnen, da vorbeizuschauen. Wie gesagt, den Link findest du unten in der Infobox. Wir legen jetzt noch eine Starseed-Karte für dich dazu. Was können dir die Starseed-Karten noch mitgeben? Was solltest du sonst noch zum August wissen? Und da haben wir The Void. Stop, embrace winter, great cosmic womb. Das passt so perfekt zu deiner Legung. Denn hier geht es um eine Pause. Du sollst diesen Winter, diese Zeit vor der Transformation, vor der Veränderung, akzeptieren und zelebrieren. Okay, das ist dieser kosmische, wie sagt man das? Was heißt Womb auf Deutsch? Gebärtrakt? Auf jeden Fall der Bauch, in dem das Baby heranwächst. Okay, deine Veränderung, deine große Verwandlung, dieser Wandel wächst heran und du bereitest dich darauf vor, dass das Ganze irgendwann geboren wird, aber
Davor braucht es eben noch diese Pause hier. Okay. Alles braucht seine Zeit und ich glaube genauso diese Kreation, diese Veränderung, die hier auf dich wartet. Also versuch auch diese Phase davor wertzuschätzen und zu genießen. Je mehr du diesen Widerstand aufgibst, was das Warten angeht, was diese Vorbereitung angeht, desto mehr Spaß wirst du auch hier im August haben können und desto leichter wird es dann auch für diese Veränderung sein, in dein Leben zu treten. Okay. Also, ich hoffe, dass dir diese Legung gefallen hat, dass du was daraus für dich mitnehmen konntest. Wenn du Interesse an einer persönlichen Legung hast, dann findest du auch dazu den Link unten in der Infobox. Und ansonsten wünsche ich dir heute noch einen schönen Resttag. Würde mich freuen, wenn du diesem Video ein Like gibst und meinen Kanal abonnierst, falls du das noch nicht getan hast. Und ja, ich wünsche dir einen richtig tollen August.